Zeugnis über die Gleichnisse und die Realität der Geheimnisse des Himmelreichs, werte Pastoren, Theologen und Heiligen der ganzen Welt, die Sie an dem Shincheonji Online-Seminar teilnehmen. Es freut mich, Sie zu sehen. Ich bin für die Moderation zuständig, Taemin Yu. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass das Online-Shincheonji-Seminar, das gerade durchgeführt wird, unter strikter Einhaltung der Präventionsrichtlinien und der sozialen Distanzierung durchgeführt wird und dass dieses Video gerade weltweit zeitgleich übertragen wird. Die Shincheonji-Kirche Jesu bezeugt gerade durch das diesmalige Online-Seminar das offenbarte Wort, das jeder Gläubige, der an Gott und Jesus glaubt, unbedingt wissen sollte, sodass jeder, ob Mann, Frau, alt oder jung, eindeutig und klar und deutlich das verstehen kann. Wir danken Ihnen, den Gläubigen aus aller Welt, die Sie uns großes Interesse und Unterstützung für dieses Seminar bekundet haben. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass Sie durch diese Stunde den noblen Wert des Glaubens wiederfinden und in Gott eine Familie werden. Wir wollen zuerst alle gemeinsam beten und damit das Seminar beginnen. Vater Gott, wir danken dir und sind dir wahrhaftig dankbar, dass du uns stets wie mit Regen, Licht und Luft vom Himmel her mit Leben versorgst und uns das erlaubst. Dafür danken wir dir. Ganz besonders hast du uns diesmal das Shincheonji Online-Seminar Zeugnis über die Gleichnisse und die Realität der Geheimnisse des Himmelreichs erlaubt, sodass alle Glaubensfamilienangehörigen der ganzen Erde das Wort der Wahrheit erlaubt bekommen. Und dafür danken wir dir. Bitte füge du in dieser Stunde dem Lehrer, der diese Worte der Wahrheit verkündigt, noch mehr Gnade und Wahrheit hinzu und jedem Einzelnen, der dieses Wort empfängt, sehende Augen, hörende Ohren und erkennende Herzen, dass sie ein gesegnetes Glaubensleben führen und an der Hoffnung des Himmelreichs ankommen können. Bitte lass so eine Zeit werden. Wir glauben daran, dass du von Anfang an bis zu dem Abschluss das alles verwalten wirst und im Namen Jesu, der voller Liebe ist, haben wir gebetet. Amen. Ja, heute verkündigen wir Ihnen Worte zu dem Thema Lektion 24, der Wachstumsprozess der Wiedergeburt und ausharrender Glaube. Die Grundstufe Zeugnis über die Gleichnisse und die Realität der Geheimnisse des Himmelreichs wird hiermit dann abgeschlossen. Durch diese Lehrstunde wollen wir noch einmal aufgreifen, zu welchem Ziel wir ein Glaubensleben führen und was wir dafür brauchen, das Ziel des Glaubens zu vollenden. Anhand der Bibel wollen wir das richtig erkennen und uns anschauen. Mit demselben Ziel von Himmelreich und ewigem Leben sind Sie alle hier versammelt. Und so lassen Sie uns nicht dem Maßstab von Menschen folgen, sondern als Gläubige, die von Gott anerkannt werden, eine gnadenreiche Zeit haben, wo wir noch mehr wachsen. Dann wollen wir den Lehrer Unam Kim vom Busan Jakobus-Stamm nach vorne bitten, der uns das Wort verkündigen wird. Zeugnis über die Gleichnisse und die Realität der Geheimnisse des Himmelreichs. Alle Pastoren, Theologen und Heiligen der ganzen Welt, die Sie an dem Shincheonji Online-Seminar teilnehmen, es freut mich, Sie zu sehen. Sind Sie wohl auf? Ich habe unter den 12 Stämmen von Shincheonji von dem Busan Jakobus-Stammesleiter gelernt. Ich bin Centerlehrer Unam Kim. Unser Stammesleiter hat von dem Versammlungsleiter von Shincheonji, Manhee Lee, gelernt. Es wäre schön, wenn das heute eine kostbare Stunde wird, wo Sie, die Sie als Glaubensziel Himmelreich und ewiges Leben haben und die Hoffnung darauf setzen, in Gott eins werden. Die Worte, die ich heute bezeugen werde, sind Grundstufe Lektion 24, der Wachstumsprozess der Wiedergeburt und ausharrender Glaube. Unter unseren Pastoren gibt es einige, die das kennen, und es wird zwar auch einige geben, die das noch nicht kennen. Das, was ich Ihnen heute diesbezüglich erkläre, hören Sie sich das bitte noch einmal gut an.
Und so hoffe ich, dass sie alle an himmelreich und ewigem Leben ankommen. Dann wollen wir heute zuerst die Hauptreferenz lesen. Die Hauptreferenz ist Jeremia 1, die Verse 9 bis 10. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an, und der Herr sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich habe dich an diesem Tag über die Nationen und über die Königreiche bestellt, um auszureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Ja, gut gelesen. Die Hauptreferenz ist etwas, was von heute aus gesehen, vor etwa 2600 Jahren, Gott, nachdem er den Propheten Jeremia erwählt hatte, in seinem Mund als Gottes Worte gelegt hatte. Und so gab er Jeremia die Berufung, dass durch diesen Propheten ausgerissen, niedergerissen, zugrunde gerichtet, abgebrochen, gebaut und gepflanzt werden sollte. Dass hier ausgerissen wird, bedeutet, dass was ausgerissen wird? Dass zugrunde gerichtet und abgebrochen wird und niedergerissen wird. Was bedeutet das? Was wird wohl abgebrochen? In 1. Korinther 3, Vers 9 vergleicht Apostel Paulus den Menschen mit einem Ackerfeld und mit einem Bau oder Haus. Dass ein Mensch als ein Haus bezeichnet wird, bedeutet, dass jemand in ihn hineingehen und dort wohnen kann. Das, was in einen Menschen hineingehen kann, ist ja nichts anderes als ein göttlicher Geist. Unter den zwei Arten von Geistern hängt es davon ab, was für ein Geist hineingeht und darüber herrscht, sodass sich dann auch die Taten des Menschen ändern werden. Auszureißen bedeutet also, dass das, was im Herzen des Menschen ist, das Unkraut ausgerissen wird, das gepflanzt wird, bedeutet, dass guter Same, sprich die Wahrheit, eingepflanzt wird. Und dass zugrunde gerichtet und abgebrochen wird, bedeutet, dass das Herzenshaus, das mit der Unwahrheit falsch erbaut wurde, sprich Satans Herzenshaus, zerstört wird. Das gebaut wird hingegen, bedeutet, dass mit dem Wort der Wahrheit das Herzenshaus gebaut wird, damit der Heilige Geist Gottes darin wohnen kann. Das heißt, die Berufung, die dem Propheten Jeremia gegeben wurde, war: Durch dich soll ausgerissen, zugrunde gerichtet und abgebrochen werden, also ein Werk des Gerichts, und es soll gebaut und gepflanzt werden, sprich eine Berufung der Wiederschöpfung. Gemäß den Worten von Hosea 12, Vers 11 sind die Propheten auch als Gleichnisse genommen worden. Und so wurde hier darüber gesprochen, was der verheißene Hirte tun würde. Das heißt, die Berufung von Jeremia ist dann nichts anderes als die Berufung von Jesus beim ersten Kommen. Beim Wiederkommen ist es dann auch die Berufung des verheißenen Hirten zu dieser Zeit. Das heißt, vor 2000 Jahren hat der verheißene Hirte Jesus den Samen des Teufels ausgerissen und das Herzenshaus des Teufels abgerissen und danach den Samen Gottes gepflanzt und zu Häusern Gottes erbaut, sodass er Häuser errichtet hat, in denen Gott wohnt. Was hat der verheißene Hirte Jesus dann wieder erschaffen? Gemäß den Worten von Sacharja 12, Vers 1 wird der Geist wieder erschaffen. Als Häuser, in denen Gott wohnen soll, müssen wir wieder erschaffen werden, damit wir Gott empfangen und dann auch in himmelreich und ewiges Leben hineingehen können. Und deswegen müssen wir uns fragen, was ist das Ziel unseres Glaubens? Alle, die gerade hier mit teilnehmen, werden das bereits wissen, nämlich himmelreich und ewiges Leben. Diesen Weg des Glaubens zu gehen mit dem Ziel himmelreich und ewiges Leben ist zwar nicht einfach, aber um an diesem Weg entlang zum Ziel zu gelangen, gibt es einen notwendigen Prozess dafür. Das erste ist nämlich Wiedergeburt, das zweite ist ein Wachstumsprozess und als drittes ein ausharrender Glaube. Als erstes, also zum Prozess der Wiedergeburt, aus dem Samen Gottes, sprich aus dem Wort Gottes, muss man zu einem Kind Gottes werden. Was muss dafür wiedergeboren werden? Eben der eigene Geist muss wiedergeboren werden.
Wiedergeboren zu werden bedeutet, da gibt es etwas Fleischliches und auch etwas Geistliches, aber weil das Fleisch nicht wiedergeboren werden kann, ist hier mit Wiedergeburt gemeint, dass etwas Geistliches geschieht, nämlich dass der Geist wiedergeboren wird. Wenn man am Anfang schon vollkommen ist, braucht man zwar nicht nochmal wiedergeboren zu werden, aber weil das Erste schlecht ist, soll es also als etwas Gutes wiedergeboren werden. Das heißt, der erste und der zweite Geist sind unterschiedlich und so spricht man von Wiedergeburt. Man ist nicht aus dem Samen Gottes geboren und hat nicht den Heiligen Geist Gottes. Und deswegen ist es so, dass jetzt ich aus dem Samen Gottes und aus Wasser und Heiligem Geist wiedergeboren werden soll. So zu tun, das liegt daran, dass eben das Erste nicht von Gott ist, sondern das, was von Gott ist, ist doch, dass man aus dem Samen Gottes wiedergeboren werden soll. Als Zweites, was bezeichnet der Wachstumsprozess für einen Prozess, was wächst da? Fleischlich ist es auch so, dass man am Anfang wie ein Kleinkind ist und am Anfang sich nur von Muttermilch ernährt, dann aber vom Kindergarten bis zur Universität heranwächst und dann zu einem Erwachsenen wird, der auch feste Speise essen kann und so auch geistig betrachtet, die lautere Milch, das Wort Gottes, trinkt man und wächst dann nach und nach. Das bezeichnet diesen Wachstumsprozess. In Hebräer 5, Vers 6 sehen wir, da gibt es die Anfangsgründe und es kommt dann noch die volle Reife vor. Man fängt mit den Anfangsgründen an und kommt dann bis zu der vollen Reife. Und das ist dann ein Prozess, wo unser Geist durch das Wort Gottes, das die feste Speise ist, heranwächst zu einem Mündigen. Als Drittes, was ist wohl mit einem ausharrenden Glauben gemeint? Im Glauben kommen Bedrängnisse, Verfolgung und Versuchung. Dann ist aber ein Glaube damit gemeint, der da durchhält und ausharrt. Und die Folge davon ist dann Himmelreich und ewiges Leben. Was ist dann wohl der Grund dafür, dass uns solche Bedrängnisse und Verfolgungen heimsuchen? Der Grund dafür ist, dass im Weltall es den Geist des Herrn der Schöpfung, den Geist Gottes gibt, aber auch den Geist des Abfalls, den Geist des Teufels, sprich, weil es zwei Arten von göttlichen Geistern gibt. Während der 6000 Jahre der Geschichte der Bibel hat Gott zwar viele Propheten und Apostel gesandt, aber in jedem Zeitalter haben die Hirten des vorherigen Zeitalters die Propheten Gottes alle getötet. Diejenigen, die auf diese Weise getötet worden sind, sind die Geister der Märtyrer. Nach dem Sündenfall Adams ist diese Welt zu einer sündigen Welt geworden und hat diejenigen, die zu Gott gehört haben, immer verfolgt. Sowohl die Propheten und Apostel als auch Jesus, als auch seine Jünger sind verfolgt worden und getötet worden. Diese Welt, in der Gott nicht ist, ist zu einer Welt des Teufels geworden. Und so ist das 6000 Jahre lang weitergegangen und bis zur heutigen Zeit angelangt. Aber jetzt ist die Erfüllungszeit der Offenbarung. Ab dieser Zeit wird es zu einem Zeitalter der Herrschaft Gottes und ein neues Reich und ein neues Volk Gottes werden erschaffen. Jetzt endet diese sündhafte Welt und eine Welt der Gerechtigkeit beginnt also. Wenn man darum mit ausharrendem Glauben siegt, wird man alle Segen, die in der Bibel verheißen sind, erben. Durch die heutigen Worte wünsche ich Ihnen, dass Sie noch einmal in dem Wort wiedergeboren werden, dass Sie heranwachsen und mit ausharrendem Glauben siegen, dass Sie alle solche Menschen werden. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Als Nächstes wollen wir uns anschauen, was es mit Wiedergeburt auf sich hat. Zunächst einmal, was ist der Grund dafür, dass man aus dem Samen Gottes wiedergeboren werden muss? So wie ich vorhin gesagt habe, Wiedergeburt
bezeichnet nicht, dass etwas Fleischliches wiedergeboren wird, sondern es ist etwas Geistliches gemeint. Das heißt, der Geist wird wiedergeboren. Am Anfang, wenn man da schon aus dem Samen Gottes und aus dem Heiligen Geist Gottes in vollkommener Weise wiedergeboren wäre und als Haus Gottes erbaut worden wäre, dann bestände zwar keine Notwendigkeit, wiedergeboren zu werden, aber weil man eben nicht aus dem Samen Gottes, sondern aus dem Samen Satans geboren ist und nicht als Haus Gottes, sondern als Haus Satans erbaut worden ist, muss der Satans-Same, sprich der Same des Unkrauts, ausgerissen werden und das Haus Satans abgerissen werden. Man muss aus dem Samen Gottes wiedergeboren werden und wieder zu einem Haus Gottes erbaut werden. Über diese Wiedergeburt gibt es etwas, was Jesus beim ersten Kommen erklärt hat. Wir wollen dazu mal die Worte von Johannes 3, Vers 3 bis 6 lesen. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist Geist. Vor etwa 2000 Jahren ist unter den Pharisäern ein Oberster der Juden, Nikodemus, zu Jesus gekommen und hat bekannt: Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott hergekommen. Als Jesus diese Worte gehört hat, hat er in Vers 3 gesagt: Wenn ein Mensch nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das sagt uns, dass die damaligen Pharisäer nicht aus dem Geist Gottes und aus dem Samen Gottes, sondern aus dem Geist des Teufels und aus dem Samen des Teufels geboren waren, und deswegen sollten sie wiedergeboren werden. Nur wenn man wiedergeboren wird, kann man in das Reich Gottes, in das Himmelreich hineingehen, hat Jesus gesagt. Wiedergeburt bedeutet, dass man wieder geboren wird. Und so hat Nikodemus Jesus gefragt: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Diese Frage hat er ihm gestellt. Können Sie das tun? Kann ein Mensch geboren werden und dann wieder in den Mutterleib und noch einmal geboren werden? Auch Sie werden ganz genau wissen, dass nicht das damit gemeint ist. Wie kann man dann wiedergeboren werden? Wir lesen dazu mal die Worte von 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich dem lebendigen und immer bleibenden Wort Gottes, wird hier gesagt. Das stimmt. Man soll also eben aus dem Samen des Wortes Gottes wiedergeboren werden. In Lukas 8, Vers 11 heißt es, dass der Same das Wort Gottes ist. Das heißt, nur wenn man aus dem Wort Gottes wiedergeboren wird, kann man in das Himmelreich hineingehen. Deswegen wurde das gesagt. Wir lesen mal Johannes 1, Vers 1 bis 4. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. In Johannes 1, Vers 1 wurde gesagt, das Wort im Anfang ist Gott. Und in Vers 4 heißt es, in diesem Wort ist das Leben, und dieses Leben ist das Licht der Menschen. Nicht nur das, sondern in 1. Johannes 1, Vers 1 bis 2, da wird in Bezug auf das Wort des Lebens, das von Anfang her gewesen ist, gesagt, das ist das, was wir gehört haben, mit unseren Augen gesehen haben, was wir mit unseren Händen angefasst haben. Und dieses Leben ist erschienen, zum Vorschein gekommen, wird dort gesagt. Und so ist das Wort im Anfang Jesus geworden.
Das heißt, sowohl Gott ist das Wort, als auch Jesus ist das Wort. Das, was wiedergeboren werden muss, bedeutet also, dass man aus dem Samen des Wortes Gottes und Jesu wiedergeboren werden muss. Um das noch einmal zu ordnen, aus dem Samen Gottes wiedergeboren zu werden, bedeutet, dass der Geist durch das Wort Gottes wiedergeboren wird. Und der Grund dafür, dass man aus dem Wort Gottes wiedergeboren werden muss, ist, dass man zu einem Kind Gottes wird und damit man Himmelreich und ewiges Leben als Erbe empfängt. Wenn man aus dem Samen Gottes wiedergeboren wird, werden wir dann zu den Kindern Gottes beim Wiederkommen des Herrn. Wer ist dann wohl ein Kind Gottes? Bei Grundstufe Lektion 4, die Gleichnisse von Same, Acker, Baum und Vogel, haben Sie das bereits gut verstanden, denke ich. In den Worten von Matthäus 13, Vers 24 bis 30 und Vers 37 bis Vers 43 sehen wir, dass auf den Acker Jesu zwei Arten von Samen bis zur Zeit der Ernte wachsen. Und da gibt es diejenigen, die aus dem Samen Gottes geboren sind und diejenigen, die aus dem Samen des Teufels geboren sind. Diejenigen, die aus dem Samen Gottes geboren sind, werden zu den Söhnen Gottes. Sie werden geerntet und gehen dann zwar in die himmlische Scheune. Im Gegensatz dazu, es ist aber bei denen, die aus dem Samen des Teufels geboren sind, so, dass sie zu den Söhnen des Teufels werden, nicht geerntet werden können, sondern auf diesem Acker bleiben und in die Hölle gehen. Liebe Zuhörer, die heutige Zeit ist die Zeit der Ernte. Die Kinder Gottes, müssen sie geerntet werden oder müssen sie auf dem Acker bleiben? Zudem gibt es in Matthäus 8, Vers 11 bis 12, welche, die von Osten und Westen her geerntet worden sind. Und es gibt die ursprünglichen Söhne des Reiches, die hinausgeworfen wurden. Die von Osten und Westen her geernteten sind als die 12 Stämme des Neuen Reiches von Offenbarung 7, diejenigen, die zwar in das Himmelreich gehen. Im Gegensatz dazu sind aber die ursprünglichen Söhne des Reiches, die hinausgeworfen worden sind, als die verdorbenen traditionellen Gemeinden aus Offenbarung 6, diejenigen, die in die Hölle gehen. Alle, die gerade diese Worte hören, bleiben Sie nicht auf dem Acker, sondern werden Sie unbedingt zu wahren Söhnen Gottes, die geerntet werden. Dementsprechend sind die wahren Söhne Gottes beim Wiederkommen des Herrn diejenigen, die in Offenbarung 7, Offenbarung 14 und Offenbarung 21 aus dem Samen Gottes geboren, geerntet, versiegelt und zu den 144.000 der 12 Stämme geworden sind. Das sind genau diejenigen, auf deren Offenbarung, auf deren Erscheinen in Römer 8, Vers 19, die ganze Schöpfung sehnsüchtig wartet. Das sind die Söhne Gottes. Alle, die gerade diese Worte hören, lassen Sie uns aus dem Samen Gottes wiedergeboren, geerntet, versiegelt und zu den 12 Stämmen zugehörig werden, dass wir unbedingt zu Kindern Gottes werden. Als nächstes möchte ich Ihnen den Wachstumsprozess erklären. Ein Wachstumsprozess bezeichnet, dass ein Kleinkind Speise zu sich nimmt und heranwächst und zu einem Erwachsenen wird und so auch geistlich betrachtet. Es ist ein Prozess, bei dem ich das Wort Gottes esse und wobei mein innerer Mensch wächst. In Hebräer 5, Vers 12 bis 14 kommen die Anfangsgründe und die volle Reife vor. Dadurch, dass bereits viel Zeit vergangen ist, solltet ihr schon Lehrer sein, wird gesagt. Aber ihr habt nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Ihr trinkt lediglich Milch und könnt nicht feste Speise zu euch nehmen, wird hier gesagt. Und deswegen ist es so, dass man wie ein Kleinkind lediglich solche Anfangsgründe zu sich nimmt, wie Muttermilch, aber so soll das nicht sein, sondern damit man ein mündiger, ein Erwachsener wird, muss man das, was wie feste Speise ist, die Worte des Zeugnisses über die Gleichnisse und die Realität der Geheimnisse des Himmelreichs, sowie die Worte des Zeugnisses über Prophezeiung und Erfüllung der Offenbarung des neuen Bundesgottes auch noch essen und so gut und böse unterscheiden. Diesen Wachstumsprozess
hat Jesus in dem Gleichnis der vier verschiedenen Ackerfelder beschrieben, wie wir in Matthäus 13, Vers 1 bis 9 gesehen haben. Wenn der Same des Wortes gesät wird, dann gibt es Wegrand, einen steinigen Acker, einen dornigen Acker und eine gute Erde. Jesus hat folgende Erklärung über diese vier verschiedenen Ackerfelder gegeben. Zunächst einmal ist der Wegrand, wo Vögel kommen und das wegfressen, ein Mensch, der das Wort gehört hat, aber der Teufel kommt, möchte nicht, dass sie glauben und zur Rettung kommen und nimmt deswegen aus diesem Herzen das Wort weg. Das heißt, das ist dann jemand, der vom Teufel das Wort entrissen bekommen hat. Als nächstes gibt es den steinigen Acker, wo das verdorrt, nachdem die Sonne aufgegangen ist. Als man das Wort hört, nimmt man das zwar mit Freuden auf, aber weil man keine Wurzeln hat, glaubt man nur kurze Zeit. Wenn dann aber Versuchung über einen kommt, dann kehrt man dem Rücken zu. Das heißt, das ist dann jemand, der bei Versuchung infolge des Wortes verliert. Als nächstes gibt es dann den dornigen Acker, wo die Dornen das ersticken. Die Dornen bezeichnen einen Menschen, der das Wort gehört hat, aber in diesem Prozess dann wegen den Sorgen der Zeit, wegen den Vergnügungen und betrügerischem Reichtum dann erstickt wird und letzten Endes keine Frucht bringen kann. Die gute Erde, die dann 100, 60 und 30-fach Frucht bringt, was für eine Erde das ist, das wollen wir in Lukas 8, Vers 15 lesen. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Die gute Erde bezeichnet jemanden, der mit einem redlichen und guten Herzen das Wort hört, es bewahrt und mit Ausharren Frucht bringt, wird hier gesagt. Alle, die gerade diese Worte hören, es wäre schön, wenn der Same des Wortes in ihr Herz gepflanzt wird und sie heranwachsen und dann zu einer guten Erde werden, die Frucht bringt, dass sie dann unbedingt in himmelreichen ewiges Leben eingehen können. Dementsprechend kann man durch diesen Wachstumsprozess der Wiedergeburt im Himmelreich ankommen. Was ist denn wohl das, was man in diesem Wachstumsprozess der Wiedergeburt am allermeisten braucht? Das ist eben ausharrender Glaube. Im Glaubensleben, da kommen Bedrängnisse, Verfolgung und Versuchung. Das, was einen da aber dann durchhalten lässt, ist ein ausharrender Glaube. Jesus sagt in Lukas 18, Vers 8, wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er Glauben finden auf der Erde. Daran können wir erkennen, die Realität des Glaubens der Gläubigen zur Zeit des Wiederkommens des Herrn ist gemäß den Worten von Jesus so, dass es nicht viele gibt, die wahrhaftig Glauben besitzen. In der Zeit des Wiederkommens des Herrn, in der heutigen Zeit, ist es doch viel, viel wichtiger. Aber auch für die heutige Zeit wurde in der Bibel vorhergesagt, dass es Verführung und Versuchung und Verfolgung geben wird. Was es genau für Inhalte sind, möchte ich jetzt erklären. Beim Wiederkommen, da ist es so, dass der verheißene Hirte und das Reich Gottes und das Volk Gottes auch wegen dem Wort Verfolgung und Leiden erleiden wird. Wir lesen dazu mal Lukas 17, Vers 25. Vorher aber muss er vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Jesus sagt, dass er in Zukunft vorher vieles leiden und von diesem Geschlecht verworfen werden muss. Er bezeichnet hier nicht Jesus, sondern den Hirten der Verheißung zu der Zeit des Wiederkommens des Herrn. Und in Johannes 16, Vers 1 bis 4, da wird gesagt, derjenige, der euch tötet, wird denken, dass er damit Gott einen Dienst erweist. Das heißt, es wurde dort bereits gesagt, dass das Volk des Reiches Gottes auch getötet werden wird. Heutzutage ist es wirklich bedauerlicherweise so, dass das Reich Gottes, sind und sie, Heilige hat, die in ihrem Glaubensleben wegen Verfolgung getötet worden sind. Vier Personen. In 1. Johannes 3, Vers 15
Da wird gesagt, dass Hass gegenüber dem Bruder auch Mord ist. Mit Hass innerhalb der Religionswelt ist Verfolgung gemeint. Das heißt, aus dem Grund, dass die Denomination anders ist und dass die Lehre anders ist, lässt man solche religiöse Diskriminierung zu und hasst und verfolgt. Aber das ist aus Gottes Sicht geistlich Mord. Solche Verfolgung und solcher Hass tötet den Geist des Menschen, tötet den Glauben und darüber hinaus lässt das sogar zu fleischlichem Mord führen. Wie wir in Matthäus 10 gesehen haben, werden die Menschen einen beim Hohen Rat überliefern und die Eltern sogar ihre Kinder oder auch unter den Geschwistern untereinander, auch zwischen Schwiegereltern und Schwiegertochter wird man einander ergreifen und miteinander streiten und einander dem Tod ausliefern. Wir lesen mal Matthäus 10, Vers 16 bis 23. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. So seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch ein Gericht überliefern und in ihren Synagogen euch geißeln. Und auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind, und Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Man wird euch dem Gericht überliefern, und um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden, kommt hier vor. Und dass die Berufenen und das Volk des Reiches Gottes von den falschen Hirten und den Mächten der Welt verfolgt werden, wurde vorhergesagt. Und demgemäß werden auch heutzutage die Berufenen und das Volk von Shinchanji verfolgt. Und somit haben sich diese Worte erfüllt. Dass man so verfolgt wird, liegt daran, dass es zwei Arten von Geistern gibt. Zu Noahs Zeit wurde zwar die sündige Welt Adams durch die Sintflut komplett abgeschafft, aber der Geist des Bösen konnte nicht abgeschafft werden. Und deswegen gab es das, dass die Menschen trotzdem gesündigt haben. Aber dieser Geist des Bösen wird zur Erfüllungszeit der Offenbarung ergriffen und eingesperrt werden können, wurde gesagt. In der koreanischen Verfassung, in Artikel 20 Absatz 1, heißt es, dass alle Bürger Religionsfreiheit haben. Und in Artikel 20 Absatz 2 der Verfassung wird gesagt, eine Staatsreligion wird nicht anerkannt, Religion und Politik werden getrennt. Dementsprechend ist der Glaube doch etwas, was einem freisteht, oder? Aber in Matthäus 25 wird gesagt, dass wirklich unfairerweise es Menschen gibt, die ins Gefängnis geworfen werden und die leiden. Solche Berufene Gottes wird es werden, wurde gesagt. In Lukas 22, da sagt Jesus zu den Jüngern, ihr seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Und ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich. Dass ihr die 12 Stämme Israels richten sollt, das hat er verheißen. Alle, die Sie gerade diese Worte hören, lassen Sie uns jetzt nicht auf der Seite sein, die verfolgt, sondern lassen Sie uns zu Kindern Gottes werden, die das Reich Gottes, Himmelreich, ewiges Leben erben können und dafür auch an den Leiden teilhaben. Und so heißt es in Römer 8, Vers 17 bis 18, dass man mitleiden soll, um auch mit verherrlicht zu werden.
Und es wird gesagt, dass die gegenwärtigen Leiden nicht zu vergleichen sind mit der zukünftigen Herrlichkeit. Da die Herrlichkeit, die man in Zukunft bekommen wird, so groß ist, wird dazu aufgefordert, dass man als Kinder Gottes mit an den Leiden teilhat. Solche Leiden, Versuchungen und Verfolgungen, dass man darin aushalten kann, das ist eben durch den ausharrenden Glauben. Als nächstes lesen wir mal die Worte von Hebräer 10, Vers 36. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Auch um Gottes Verheißung davonzutragen, wird Ausharren benötigt, wird hier gesagt. Und so wünsche ich Ihnen inständig, dass Sie alle zu solchen Menschen werden, die mit ausharrendem Glauben siegen. Dann wollen wir zu dem Fazit, zu den heutigen Worten kommen. Das Ziel des Glaubens ist Himmelreich und ewiges Leben. Um an diesen Ort anzukommen, gibt es einen Prozess, der benötigt wird, und zwar erstens Wiedergeburt, zweitens den Wachstumsprozess und als drittes ausharrenden Glauben. Der Grund dafür, dass wir wiedergeboren werden müssen, ist, weil wir eben nicht aus dem Samen Gottes geboren waren. Deswegen wird gesagt, dass man aus dem Samen Gottes wiedergeboren werden soll. Das heißt, als erstes kommt, dass man durch den Samen Gottes, sprich durch das Wort Gottes, um ein Kind Gottes zu werden, zuerst der eigene Geist wiedergeboren werden muss. Als nächstes kommt der Wachstumsprozess. Es beginnt mit den Anfangsgründen. Dann muss man aber zu den Worten der vollen Reife. Der innere Mensch muss also heranwachsen. Dieser Prozess ist damit gemeint. Als nächstes bezeichnet ausharrender Glaube, dass in Zeiten der Bedrängnis, Verfolgung und Versuchung im Glaubensleben man durchhält und ausharrt, dass man so einen unveränderlichen Glauben hat. In Matthäus 24, Vers 13, da hat Jesus uns gesagt, wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und so wünsche ich Ihnen allen, die Sie heute diese Worte hören, dass Sie mit ausharrendem Glauben siegen und zu Kindern Gottes werden, die Himmelreich und ewiges Leben als Erbe empfangen. Haben Sie die Worte heute gut gehört? Bis heute ging das Grundstufenseminar Zeugnisse über die Gleichnisse und die Realität der Geheimnisse des Himmelreichs. Ab nächster Stunde geht es dann um das Zeugnis über die Offenbarung des Alten und des Neuen Testaments nach Kapiteln. Das Mittelstufenseminar beginnt damit. Ab nächster Stunde kommen wir dann auf ein Niveau, das noch höher ist als das Niveau der Grundstufe. Und so wird auch ein Lehrer kommen, der noch viel besser das Wort verkündigt als ich und Ihnen diese Worte bezeugen. Nehmen Sie unbedingt daran teil, dass Sie Gnade bekommen und eine erkenntnisreiche, kostbare Zeit haben. Das wäre wirklich schön. Zum Schluss wollen wir von der Bedeutung her, dass wir in Gott und Jesus eins sind, We are one, ausrufen und damit abschließen. Wir sind über Ethnizitäten, Länder und Religionen hinweg in Gott eins. We are one. Wir wollen alle gemeinsam beten. Vater Gott, wir sind dir dankbar und danken dir so sehr. Wir danken dir für deine Gnade und Liebe. Heute in dieser Stunde sind Pastoren, Theologiestudenten und alle Heiligen diverser Länder der ganzen Erde, der ganzen Welt an diesen Ort gekommen, hier eins geworden und haben dieses Wort von dir, Gott, miteinander geteilt. Und durch die Worte, die du heute gegeben hast, haben sie den wahren Gott und das wahre Wort erkennen und noch mehr glauben haben können an dich, Gott. Bitte mehre du das noch mehr, Vater Gott. Es gibt noch so viel Wort, was noch bezeugt werden soll. Und so lass alle, die hier versammelt sind, bis zum Ende eins werden und durch dein Wort himmelreich und ewiges Leben entdecken und diese Hoffnung erlangen, solche wahrhaftigen Kinder von dir werden. Wir beten das alles im Namen Jesu. Amen. Vielen Dank, dass Sie bis zum Ende zugehört haben.
Lassen Sie uns das eindeutig unterscheiden. Lassen Sie uns die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels eindeutig unterscheiden. Um der Offenbarung nichts hinzuzufügen oder wegzunehmen, muss man nicht von dem Menschen, der die Weissagung und die Realität aller Kapitel der Offenbarung gesehen hat, hören, prüfen und glauben? Wenn man es nicht weiß, muss man jemanden fragen, der es weiß, oder? Indem man wohin geht? Zum Tempel des Wertes des Zeugnisses. Hier hingehen und da dieser Mensch alles gesehen hat. Hier hingehen und nachfragen, prüfen und glauben. Das sollte man tun, oder? Ja, seit Januar bis jetzt haben sie mit viel Liebe und Interesse aus diversen Ländern der ganzen Welt kontinuierlich an dem Seminar teilgenommen und dafür möchte ich Ihnen meinen Dank ausrichten. Alle Lehreinheiten, die bis jetzt durchgeführt worden sind, können Sie jederzeit und von überall aus auf ganz bequeme Art und Weise auf dem offiziellen YouTube-Kanal sehen. Und so wäre es schön, wenn Sie das wahrnehmen und es als Speise des Lebens zu sich nehmen, die Ihren eigenen Geist füllt. Nächste Woche um diese Uhrzeit wird, so wie Sie im Video gesehen haben, zu dem Thema Zeugnis über die Offenbarung des Alten und Neuen Testaments nach Kapiteln die erste Lehreinheit zu der Mittelstufe stattfinden. Insbesondere die erste Lehrstunde wird von dem Hirten der Verheißung des Neuen Testaments, dem Versammlungsleiter der Shinchosu-Kirche Jesu, höchstpersönlich abgehalten. Er wird das Wort des Lebens und die Kerninhalte der Mittelstufe bezeugen. Und damit werden die insgesamt 25 Lektionen des Mittelstufenseminars beginnen. Im Grundstufenseminar haben wir uns die Gleichnisse von den Geheimnissen des Himmelreichs in der Bibel angeschaut und ihre Realität. Bei den Mittelstufenseminaren, die ab jetzt stattfinden werden, werden wir kapitelweise im Alten und Neuen Testament tief graben und Gottes Wort noch tiefgehender und noch dreidimensionaler dann erkennen. Montags und donnerstags von der Uhrzeit genauso wie heute, vormittags um 10 Uhr, nehmen Sie unbedingt teil, dass Sie den Willen und den Plan Gottes, die in der Bibel geschrieben stehen, in vollkommener Weise erkennen, dass es so eine Zeit für Sie wird, das wäre schön. Wenn Sie abgesehen zu den Worten, die Sie heute gehört haben, noch zu der Shinchosu-Kirche Jesu oder zur Lehre weitere Fragen haben sollten oder offene Punkte, können Sie unter den repräsentativen Nummern der jeweiligen Stämme, die Sie gerade auf dem Bildschirm sehen können, nachfragen. Wir werden Ihnen noch ausführlicher und freundlich Auskunft erteilen. Durch die für die weitere Zeit vorbereiteten Zeiten wünsche ich Ihnen, dass Sie, liebe Heiligen, auch von Gottes Gnade erfüllt werden. Und so wollen wir abschließend das Gebet beten, das der Herr uns gelehrt hat, und damit das Shinchosu-Online-Seminar abschließen. Wir wollen alle gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, vielen Dank, dass Sie mit dabei gewesen sind.